Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürrheim im Schwarzwald. Neues aus dem Mobazimmer, Teil 42. Seid mir begrüßt. Ihr seid echt super. Ich finde es geil, wie ihr bei mir immer auf den Videos kommentiert und abgeht. Also, weiter geht's. Viel Spaß beim Zuschauen. Da haben wir im letzten Teil aufgehört. Wir haben quasi hier die Böschung und so hingemacht. Und ihr seht schon, die Planung ist schon fortgeschritten, beziehungsweise die ersten Testläufe laufen. Und natürlich nervt es mich hier oder da, dass es noch zwickt. Ne? Aber ihr seht's, ne? Da habe ich Fahrdraht verlegt. Vom K-System. Ja, warum? Ich habe mir überlegt, ach komm, lass den Bus doch da unten rumfahren und hauch Leben ein. Weil, wenn ich hier oben die Strecke fahre, dann wird quasi hier das Fahrzeug rauskommen und hier wieder rein. Und ich muss sehr eng bauen und Kurven. Und der Bus, der braucht ja hier mindestens so eine Ausholstrecke. Ne? Und dann habe ich gesagt, nö. Da kommt kein Bus mehr hin, da machen wir die LKWs hin. Ja, und jetzt habe ich mal die Strecke hier oben angeplant. Na, ihr seht, da ist der Bus. Dann lassen wir den mal laufen. Ich hoffe, ich kann den so schnell einfangen. Wie der jetzt Rasen tut. Das war klar. Vorführeffekt. Ne? Also nochmal auf Null. Versuch Nummer 2. So mache ich das die ganze Zeit schon und versuche immer hier auch hier hinten diese Wendung hinzubekommen. Die habe ich jetzt wenigstens hinbekommen. Und jetzt muss er quasi da sich hochkämpfen. Doch ein bisschen steil worden und fährt dann hier dann mal in die Stadt rein. Ja, schwenken wir mal zurück. Das ist jetzt der Bereich, hier macht er die Wende eben. Und jetzt bin ich am Überlegen, mache ich in dieser Kehrtwende hier eine Bushaltestelle hin oder mache ich sie hier auf die Strecke hier vorne hin mit einer Stoppstelle, wo er dann hält. Und da immer stehen bleibt und ich kann ihn dann so ähnlich wie das Zoobähnle auslösen und auf Reisen schicken. Dann fährt er einmal durch die Stadt und wieder hierhin oder er fährt in die Stadt an eine andere Bushaltestelle. Das muss ich mal überlegen, wie ich das bewerkstellige. Auf jeden Fall bin ich jetzt dran, hier den Draht zu testen, zu legen und dann anzuzeichnen. Und dann hören wir uns wieder, wenn das soweit angezeichnet ist. So, die erste K-System-Strecke jetzt ab hier, habe ich jetzt mal angezeichnet. Die läuft jetzt hier über die Brücke, ne? Und dann quasi hier auf dem Plateau hier unten. Und wie gesagt, hier hinten macht sie diese Schleife dann. Ja, jetzt wird das eingefräst hier und dann hoffe ich, dass das hier auf diesem Bergstück auch mit diesem Holz funktioniert. Sind wir mal gespannt.
Ja, mit Mühe habe ich es geschafft. Wahnsinn. Ja, man sieht es hier ein wenig schlechter. Jetzt sieht man es gleich besser, wo eingefressen worden ist. Junger Mann, ich bin froh, dass ich die Kurve da hinten gekriegt habe, so wie sie ist, weil, ja, wenn einem so Einfälle immer hinterherkommen, ist immer scheiße. Scheißendreck hier. Aber ich hab's gefräst. Juhu! Und gut ist. Ich fahr mal ein wenig näher hin. So. Dann erkennt ihr es hier auch, wo die Frässpuren sich den Weg bahnen ins Dorf hinauf. Bis dahin. Und weiter noch nicht. Weil ich muss ja erst gucken, wie ich hier dann weitergestalte, wo die Straße dann lang führt. Ja, ich bin gerade dran. Am Vergipsen. Oder das heißt Vergipsen. Verstecken des Drahtes, ne? Dass man ihn nicht mehr sieht. Ja, eine interessante Arbeit. Manchmal etwas schwierig. Ja, so sieht es jetzt mal aus. Alles soweit vergipset, verschnibbelt, vergipset. Genau. Und jetzt heißt trocknen und dann abschleifen. Ja, nach einer Nacht trocknen. Sieht jetzt so aus. Jawohl. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen leicht drüber schleifen. Und dann eben, ja, Test mal machen. Mit einem Fahrzeug. So, sieht es jetzt geschleift aus. Ja, überall noch Staub drauf. Das saugen wir jetzt mal ab. Und dann schauen wir, wie es wird. Ja, also, wie ihr seht, ne, die K-Systemstrecke funktioniert hier soweit, ja. Man muss natürlich aufpassen, wenn man den Draht mit Gips oder wie jetzt ich hier mit Holzspachtel zumacht, dass er quasi nicht zu viel Wasser bekommt, sonst fängt er an zu roschen und bricht. Man sieht jetzt hier, man hat hier eine leichte Stelle, da eine leichte Stelle. Ja, also da sind zwei leichte Stellen, wo natürlich jetzt viel Feuchtigkeit runtergelaufen ist. Da roschert er ein bisschen, aber das lässt sich ausgleichen nachher mit der Farbe. Ja,
Weil wenn man richtig fräst und der Draht richtig in der Nut drin liegt, ja, dann passiert nicht viel mit Brechen. Ja, weil nachher dann ist er jetzt zu, dann kommt die Farbe drüber, der Straße, und dann hat man quasi diesen Effekt, dass das versiegelt ist und dann passiert da nichts. Aber man soll trotzdem darauf achten. Viele sagen ja, nimm Magnetband, das wäre sicherer. Das Problem ist einfach, ich habe hier so eine dünne Stärke von dem Übergang bloß, dass da Magnetband gar nicht funktioniert hätte, weil es viel zu dick gewesen wäre. Ja? Und deshalb ist es sinnvoller, hier Draht zu verwenden, auch wenn man ja, wie hinten die Wendeschleife ganz knapp machen muss, dann ist eben sinnig, man nimmt Draht, weil mit Magnetband hat man schon eine Vorgabe, so wie beim C-Gleis. Ne? Und wenn man das Flexgleis nimmt, kann man doch etwas besser rumgehen. Also so ist es mit dem Draht auch, dann kann man etwas schmaler gehen. Man muss nur immer probieren. Das heißt, ihr habt gesehen, zuerst den Draht auslegen, Klebeband drauf und fahren lassen, um zu sehen, oh nein, das K-System-Fahrzeug ja, entgleist mir, verliert den Kontakt zum Draht. Und darin ist auch wichtig, testet doch immer mit einem Bus, wenn ihr einen Bus fahren lassen wollt. Weil ein Bus hat andere Radien. Wenn der Bus fährt, da fahren alle anderen Autos auf jeden Fall und alle anderen LKWs. Aber Hauptsache, der Bus kommt rum, weil der Bus schwenkt brutal aus, weil er die Magnetachse etwas weiter hinten hat. Das heißt, er schwenkt wirklich mit dem Führerhaus aus, ne? Und das muss man halt beachten, wenn man die Strecke baut. Ja? Das wird nachher auch wichtig, wenn ich hier oben im Stadtteil dann K-System verlege. Da wird es auch sehr wichtig sein, zu gucken, wo fährt der Bus, an welchem Hauseck, an welcher Kurve, wie oder was, ne, dass ich da etwas großzügiger ausholen werde. Ja, ihr habt es gesehen, er fährt wunderbar. Jetzt können wir uns um die Gestaltung hier rum kümmern und hier unten rum kümmern. Es wird noch eine Stoppstelle reinkommen, beziehungsweise eine Parkstelle, so wie beim Zoobähnle, aber das seht ihr dann. Ja, jetzt fangen wir zunächst einmal an, hier dieses Bergchen hier grau zu malen. Und wie ihr ja gewünscht habt, passiert das jetzt dann alles im Zeitraffer. Ja, die Mauer, die ist jetzt soweit hier gestrichen, beziehungsweise der Felsvorsprung, ja. Bis da hinten habe ich es jetzt mal gemacht und ein bisschen angeglichen. Jetzt muss es mal trocknen, ja, und dann kommt nochmal eine zweite Schicht drüber. Dann deckt sich das ein bisschen besser zu und dann können wir noch dann anschließend ein bisschen granieren, so mit Weiß, und gucken, wie es dann rauskommt. Ja, und dann können wir langsam hier weitergehen an die Straße, an den Platz hier so, ne? Also Stück für Stück geht's voran. Ja, während der Berg drüben trocknet, gehen wir jetzt mal hier ran an diese Straße hier. Und zwar habe ich da jetzt mal einen Strich gezogen. Das heißt, in diesem Bereich fahren die K-System-Fahrzeuge später. Und das ist so quasi die ja, Straßenkante. Und da habe ich jetzt quasi herkömmlichen Kardon. Und den schneide ich jetzt zu. Und zwar mache ich hier so eine Art Stück Gehweg. Und den mache ich aus diesem Kardon. Das ist ganz normaler Cornflakes-Kardon. Oder wie man nimmt. Ne? Und da schneide ich jetzt mir im Endeffekt Streifen zu und die klebe ich dann hier auf. Dann habe ich quasi ein bisschen eine Erhöhung von einem Gehweg. Die Breite des Gehwegs, ja,
Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal, die ermittle ich anhand von einem Männchen, das im Endeffekt so, ja, ein bisschen dementsprechend breit ist, dass ich da mit einem Preiserlein nachher laufen kann. Ja, und wenn wir das dann haben, dann gucken wir mal, was da für Gebäude hinkommen. So, also, dann haben wir jetzt hier so die Preisermännchen hier, ne? Mit Kiste. So. Also, der hat jetzt eine Breite von, ja, einem Zentimeter läuft er. Also machen wir so einen schmalen Gehweg. Müssen wir mal gucken, wo wir da wären. Wenn ich jetzt da einen Zentimeter machen würde. Ja. Das ist okay. Also. Brauchen wir es mal als Band. So. Dann wollen wir erstmal einen Strich machen. Und dann gehen wir diesen Zentimeter raus. Dann machen wir 1,2. So. Und jetzt haben wir den ersten Gehwegabschnitt, den wir jetzt ausschneiden. So. Andere Seite noch. So, und dann haben wir unseren ersten Gehweg hier angebracht. Ja, jetzt holen wir Leim und dann machen wir fest. So, etwas verstreichen natürlich, ne? Den Leim. So, dann passen wir mal an hier. Immer schön am Strich entlang. Und dann haben wir die erste Bahnsteig, wollte ich schon sagen. Ich. Was? Die erste Gehwegkante. Gehweg kommt nur auf diese Seite, hier nicht, hier ist ja Abhang. Jetzt müssen wir dann nur mal gucken, wie wir hier ums Eck kommen. Dass wir da auch Gehweg hinbekommen. Das schneide ich mir jetzt einfach mal ein Stück ab. So. Und dann versuche ich hier das ein bisschen anzusetzen. Das
Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Denn wir wollen ja hier das Bushäuschen hinmachen. Und das braucht ja nur den Gehweg bis dahin. Jo. Dann legen wir das einfach mal drauf hier. Zack. So ungefähr. Das kann man natürlich noch ein wenig schöner machen. Ist nicht schlimm, wenn es ein wenig verkackt am Anfang. Denn wir streichen das ja nachher am Schluss eh mit Farbe. Jetzt probieren wir mal, ob ich da gut war oder ob ich Scheiße gebaut habe. So, bis hierher passt es schon mal gut. Nur noch gucken, wo die Kante da ist. Hier. So, einmal testen. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen nachschneiden. So. Naja, sieht doch ganz gut aus. So, haben wir die Kurve hier auch im Gehweg einigermaßen gemeistert. Dann leimen wir die auch schnell an. Ne? So. Einmal hier ansetzen und festmachen. Wunderbar. Ja, und dieses Bushäuschen kommt dahin. So, und dann können wir da natürlich hier dann einen Haltepunkt hin machen. Ich habe hier schon mal ein wenig probiert. Das passt gut. Und dann kommt hier eine, ja, Stoppstelle hin. Also ein Parkplatz, muss ich ja eher sagen. Falsch gesagt, 161674, die Parkplatz. Weil, wie gesagt, der Unterschied zwischen Parkplatz und Stoppstelle ist, wenn er auf dem Parkplatz fährt, der Bus, ist er aus. Bei einer Stoppstelle ist immer noch Akkuverbrauch da, ja, beim Parkplatz eben nicht. Wenn man da ja parkt, das Auto ausstellt. So, und das kommt hier rein. Das müssen wir dann hier reinbohren. Und dann können wir die hier verbauen. Und dann kommt quasi der Bus und hält hier. Da muss ich noch irgendwo, vermutlich hier hinten, einen Schalter einbauen, wo ich dann draufdrücken kann und dann fährt's ab.
Ja, und so sieht das dann aus, wenn das Männchen draufsteht auf dem Gehweg und ich finde, das ist okay. Ja. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob er den breiter macht oder nicht. Aber ich möchte nicht zu viel Fläche hier auf dieser Seite verlieren. Und deshalb kommt es so. Also der Gehweg geht von hinten von der Bushaltestelle hier an der Straße entlang und endet dann hier, weil quasi hier das letzte, die nicht-letzte Möglichkeit ist, zum hier was machen, weil dann geht es ja an den Hang. Ja, und da wird es dann begrünt im Endeffekt und ja, da kann man dann über die Wiese laufen, aber man soll ja nur hier rumlaufen bis dahin und dann kann man wieder zurück zur Bushaltestelle. Den Rest muss man halt mit dem Auto machen oder so. Ja, so sieht es eben jetzt im Gesamten aus, ne? Ich muss noch ein bisschen die Bushaltestelle ausschmücken. Wie gesagt, wir bauen hier den Parkplatz noch hin. Jetzt lassen wir das aber erstmal kleben, hier in Ruhe. Und dann wird er natürlich noch bemalt. In einer anderen Farbe, wegen wie die Stadt. Und dann können wir anfangen, hier gebäudetechnisch was zu positionieren. So, jetzt haben wir hier angefangen. Ich habe hier Gitter angebracht und geguckt. So wird ungefähr der Berg. Die Seite geht natürlich noch ein bisschen rein. Jetzt muss ich noch ein gucken, dass ich das hier fest bekomme. Irgendwie. Muss mal gucken, dass sich das hier unten nicht so verschiebt, dass der Bus quasi gut um die Kurve kommt. Ja. Und jetzt tue ich das eingipsen wieder, wie schon bekannt. Ja, und dann schauen wir weiter. Ja, eine neue Folge ist im Kasten von Neues aus dem Mobazimmer. Ihr seht, es geht jetzt mehr in Richtung doch des Car-Systems, ja. Und ja, die Gedanken gehen natürlich weiter, wie das Car-System weitergeht. Und was ich noch für Möglichkeiten habe im Car-System. Also seid gespannt auf die neuen Folgen hier aus dem Neuen aus dem Mobazimmer. Da geht es dann mit dem Car-System weiter. Yeah. Und wir probieren einiges aus. Und natürlich geht es hier mit dem Berg weiter. Nice. Wir müssen ja vergipsen. Das Ganze. Wir müssen es noch streichen. Und ja. Dann geht es an die Gestaltung der Straße, die Häusle oder was da alles hinkommt in den unteren Bereich. Dann natürlich die Stadt oben. Und dann ist auch wieder Car-System natürlich dann zu überlegen, wo fährt es rum, wie sind die Häuser, wie kommt die Straße, wie wird es angeordnet. Also noch viele, 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 viele Videos hier aus dem Mobazimmer, bis es mal fertig ist. Ja, was soll ich sagen? Ne? Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürrheim im Schwarzwald. Aus dem Mobazimmer. Bis dahin, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Das freut mich. In diesem Sinn, viele Grüße, euer Markus und tschüss.